Also sie kommt aus einer Familie mit 14 geborenen Kindern, 7 Jungs und 7 Mädchen. 2 sind schon in der Kindheit gestorben und eigentlich alle Brüder kommen im Krieg um. In welcher Zeit spielt die? Da komme ich jetzt gerade dazu, weil okay, das nächste Kapitel da heißt Ort, Zeit und Menschen. Na, gut. Und ich werde jetzt das noch lesen über Ort, da kommt erst was über Ort. Ja. Dann kriegt man einen schönen Eindruck, wie die Verhältnisse sind, also die Ort, und Ort spielt eine ganz große Rolle. Und dann wird auch noch beschrieben, in welcher Zeit das spielt. Mhm. Ein Hof lag oben auf dem Gipfel des Hügels, allein, ohne Nachbarn. Der nächste grenzte auf halber Höhe des Berges an, lag aber an einer Straße, an der sich noch andere Bauernhöfe reihten. Wo das Land anfing flach zu werden, war ein Weiher, fast ein kleiner See, an dessen Ufer standen die Gebäude des dritten Hofes und wo der kleine Bach in den großen mündet. In diesem Dreieck lag der vierte. Der Teil geht dann weiter und dann werden alle möglichen Menschen, also die ganzen Geschwister, der Vater nimmt eine große Rolle ein, der da jetzt angedeutet wird, ne, als er wiederkommt und als derjenige, der auf der Friedhofsmauer hockt. Die kommen dann alle vor und die ganzen Zeiten werden beschrieben. Das ist alles dieser Roman. Hm. Ich würde sagen, sie lässt da manches offen, aber es ist schon sehr von ihrer eigenen Geschichte und insbesondere, also da bei dem hier, ein Lebensweg, das ist ganz eindeutig autobiografisch. Und da denk ich mal, dass sie die Namen verändert hat und es leicht verfremdet hat. Und Babette. Es ist schon lange her, als es mit Babette anfing. In ihrem Elternhaus herrschte große Aufregung. Der Vettermann, so hieß man ihn, ein Verwandter, stand mitten in der Stube. Das Schneewasser tropfte von seinem Kittel und floss von den Schuhen. Der Lausbub soll sofort mitkommen, sagte er mürrisch. Der Mann sah vom Weg durch den Schnee und von der Sorge um das Kind erschöpft aus. Sie hatten es überall gesucht. Die Gülengrube war offen gestanden und der Mann hatte lange mit einer Stange darin gerührt und gestochert, bei jedem festeren Widerstand, auf den er stieß, von Entsetzen durchzuckt. Bald nach dem Mittagessen war Ludwig heimgekommen. Eine gute Stunde war er allein durch Wald und Schnee marschiert. Der Schnee war es, der ihn vom einsamen Hof, wohin man ihn im Frühjahr gegeben hatte und wo er noch nicht daheim war, fortgetrieben hatte. Die weiße Decke machte alles fremd und obwohl es erst Ende November war, kam eine weihnachtliche Stimmung und Sehnsucht über ihn, die es ihm ganz und gar unmöglich machte zu bleiben und ihn gezwungen hatte, sich heimlich fortzuschleichen. Nun klammerte er sich an einem Tischbein fest. Er war klein für seine 5 Jahre. Vater, schluchzte er wiederholt, doch sonst sagte er kein Wort. Dann nannte er alle Namen der Geschwister, die ihn umstanden. Sie schauten mitleidig und schadenfroh, beides zugleich. Mama, Mama, bettelte er. Diese jedoch redete auf ihn ein, wie viel besser er ist, als alle seine Geschwister habe, wie gut doch die Vettersfrau sei, was für ein reicher Bauer er einmal werden werde. Als sie eben dies sagte und er sich noch fester am Tischbein festhielt, kam die älteste Tochter aus der Strickschule heim. Babette! Es war ein Schrei zwischen Jubel und Verzweiflung. Ludwig stürzte auf sie los und statt des Tischbeins umklammerte er nun ihres, ganz oben und ganz fest, trotz der dicken Rücke. Babette wurde es dort heiß und ein wohliges Gefühl, eines, das sie noch nicht gekannt hatte, durchrieselte ihren Körper bis in die Zehenspitzen. Sie war wie gelähmt. Sie musste seufzen, aber danach tat es an der Stelle, von der die Empfindung ausging, weh. Auch in ihren Brüsten, die erst vor kurzem angefangen hatten zu wachsen, spürte sie einen stechenden Schmerz. So ist es sicher, wenn man Mutter wird, dachte sie. Derweil hatte Ludwig immer zu Babette, Babettle, Babbele gebettelt. Endlich konnte sie sich rühren. Sie streichelte ihn und sagte, ich komme mit dir. Da ging der Aufruhr aufs Neue los. Jedenfalls alle Geschichten gehen nicht gut aus. Sie heiratet nie und bleibt auf dem Hof und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Sie ging hinunter in die Stube. Alles war noch gleich, nur trist, ohne Pflanzen oder Blumen.
Nein, Elsbeth versteht einfach nichts vom Haushalten. Auch die Kammer der Vettersfrau war noch so wie zur Zeit der Beerdigung. Als aber Babette die Nachttischschublade aufmachte, fand sie es. Neben einem Taschentuch der Vettersfrau und ihrer Brille war ein Rosenkranz. Die Perlen waren grob und zerbetet. Und Babette floh mit dem Muster wie ein Dieb mit dem gestohlenen Schatz. Der Briefträger hatte die Zeitung gebracht und beide machten sich darüber her. Über die Zeitung. Ja. Sie und ihr Bruder. Babette brauchte ein starkes Vergrößerungsglas. Sie starrte auf eine Todesanzeige. Was stierst du denn immer auf denselben Fleck? Fragte Ludwig. Da sie nichts sagte, las auch er sie. Ein Postbeamter mit einem ihm fremden Namen war dort genannt. Darunter eine Frau und eine lange Reihe Kinder, die um den Verstorbenen trauerten. Die Leute kennen wir nicht. Gib mir jetzt das Blatt. Babette wollte es immer noch nicht hergeben. Sie haben eine Babette, sagte sie. Da riss ihr Ludwig die Zeitung weg und schrie sie an. Hast du denn gemeint, du seist die einzige Babette auf der Welt? Ja, genau. Super Schluss, ne? Ja. Mit diesem, es ist klar, wer das. Ja, ja, klar, ne? Ja. Das ist der Briefträger, genau. Wo die Vettersfrau da vereitelt hat, ne? Den sie die eigentlich heiraten wollten. Also finde ich einen sehr schönen Schluss, ne? Ja. Ja. So ein Schuss Humor da rein, ja. Was mir auch sehr gefallen hat. Das ist mehrfach passiert, aber jetzt am Schluss ganz besonders nochmal. Ne? Ich glaube, dass das auch der Motor ist für Künstler wie für Schriftsteller, dass man einfach überzeugt ist, dass man das tun muss. Ja? Also wie so ein Sendungsauftrag, ja, oder eine Mission. Das habe ich das Gefühl. Ja? Also ich denke, sie war auch sehr belastet durch das, was sie erlebt hat und hat das mit sich getragen. Und würdest du uns auch verraten, welche von den sieben Raben, von diesen sieben Rabenschwestern die Autorin war? Also ich habe jetzt einiges gelesen, aber nicht alles. Ne? Ja. Und also ich habe so Vermutungen, aber ich bin nicht sicher, ist es jetzt die oder ist es doch die andere. Also so, okay. Ich habe so, sie ist von den jüngeren Schwestern. Aber ich weiß selber nicht genau, welche. Okay. Ich habe es mir angeguckt, man kann auch vermuten, welcher Hof es ist. Ach, was, direkt dort? Ich habe Google Earth geguckt. Ach so, Google Earth. Und ich habe 1 und 1. Ja, natürlich. Ich habe Google Earth geguckt und ich habe 1 und 1 zusammengezählt und habe ihr Mädchennamen gefunden. Und da gibt es eben einer, der Clemens Hund heißt. Und ich nehme an allen, das muss die Verwandtschaft sein. Ja, klar. Was mir dabei nochmal auffällt, ist, dass eben Frauen, die echt was drauf hatten, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, die wurden dann halt irgendwann mal, brach es so durch, ne? Dann also wie zum Beispiel, dann hat sie nicht mehr geredet oder so, ja. Und das war der einzige Weg, ja. Außer sich halt dann total anzupassen. Aber ja, und dass es dann natürlich auf diese Art durchgebrochen ist, das ist natürlich toll. Und du hast ja erzählt, sie hat das vor ihrem Mann verheimlichen müssen. Mhm. Und ja. Und dass die Brüder das nicht gern hatten. Also das heißt, es gibt ja nur noch einen. Das kommt ja in der Beerdigung auch gut raus, dass eben das Verhältnis zwischen dem letzten Bruder und allen Schwestern, auch den Schwestern untereinander, da nicht mehr toll ist, dass sich da sehr viel auseinandergegangen ist. Ne? Ja, ja, klar. Dass eben aus diesem Milieu, Bauernfamilie, da weiß man halt wirklich nicht so viel. Ne? Also der Adler hat schon immer seine Geschichten gehabt oder die Revolutionäre oder aber, ne? Aber jetzt aus der Bauernschaft. Naja, verhältnismäßig ist ja noch nicht lange her. Es ist ja 100 Jahre her, dass sie geboren ist. Das ist noch nicht lange her. Ist gerade 100 und genau eben. Das geht um die 70er, 60er, 50er Jahre. Ne? Das ist alles von Sachen, die wir noch von unseren Eltern oder Großeltern haben. Klar, und wir sind ja auch alle so um die 60, 70, keine Ahnung. Ne? Das ist nicht so großer Unterschied. Die Religion und ihre Auswüchse darf man auch nicht vergessen. Und ich denke, was auf dem Land halt größer ist, ist die soziale Kontrolle. Man kennt sich. Genau. Und jeder kennt jeden. Und schon wegen den Leuten gehen wir doch zur, ne, kommt ja auch Beerdigung. Ja. Das ist ja ein gängiger Satz. Ne? Und das hat natürlich auch was für sich, aber
hat auch viel gegen sich, ne? Ja. Weil die soziale Kontrolle kann natürlich auch ausgleichend wirken, ne? Oder im besseren Fall tut sie das auch. In welchem Alter hat sie zu schreiben angefangen? Sie ist mit 57 frühpensioniert, ist in die Frühpension gegangen. Ja. Und da hat sie dann spätestens da hat sie angefangen zu schreiben. Irgendwo auf Wikipedia steht, dass sie dann ab da ihren Traum vom Bücherschreiben verwirklicht hätte. Das fand ich eigentlich auch erstaunlich, dass in diesen Familien dann auch Menschen waren, die künstlerisch begabt waren, also welche, die gemalt haben und dann die Rahmen für ihre Bilder selber gemacht haben und die ein Zeichenhändchen haben, ne, in diesen Bauersfamilien, oder die ganz schöne Stimmen hatten und so, dass also die richtig besondere Talente hatten, das kam auch vor. Und dann in der Generation war da wieder so einer, so, ne, der nach dem geschlagen hat und dem man dann auch den Namen gegeben hat. So. Ich meine nur, es gibt natürlich ganz andere Formen des Erzählens, die auch in der gegenwärtigen Literatur entwickelt worden ist. Und damit hat die Maria Beik gar nichts zu tun. Die hat sich halt hingesetzt und ich habe da überhaupt keine Vorbehalte. Im Gegenteil, ich finde das, wie Günther auch sagt, sehr warm und so weiter. Aber die hat sich hingesetzt, hat das alles aufgeschrieben. Aber es ist, sagen wir mal, im Sinne einer literarischen Weiterentwicklung schon vorausgegangener Erzählposition, hat das nichts zu tun. Das finde ich auch völlig falsch, wenn man das da einordnen würde. Und das macht sie eben auch so bestechend unabhängig. Und diese Art Nüchternheit finde ich sehr schön da drin, das Ungewollte eigentlich. Sie ist in einer Generation geboren, in der man noch diese Einfachheit pflegte.